Zu Besuch im historischen Computerkabinett der Universität Magdeburg sind heute bei Volkmar Hinz interessierte Schüler. Und für sie hat der Doktor gleich mal ein Rätsel. Wie wurden Mitte der 80er Jahre eigentlich Computerprogramme geladen? Ja, genau so. Mit Audiokassetten und Kassettenrekorder wurden die Anwendungen gestartet. Dem voraus ging minutenlanges Warten bei nervtötender Geräuschkulisse. Jetzt kann ich hier einen Hubschrauber fliegen lassen, ja, und kann diesen Hubschrauber entsprechend hier irgendwo lang fliegen lassen, nach oben, nach unten. Ich muss dann den Vögeln ausweichen. Wenn ich den Vogel jetzt treffe da, dann buff, dann stürzt der Hubschrauber ab. Ja. Seit Jahren kümmert sich Volkmar Hinz um die alten DDR-Rechner hier an der Uni Magdeburg. Viele kennt der Informatiker noch aus seinen Jugendzeiten, wie diesen Tischrechner K1003, Baujahr 1980, auf dem er damals seine Diplomarbeit programmierte. Ich bin so ein bisschen Einzelkämpfer bei der Sache und habe mich dafür interessiert, also Technik aus dem Beginn der Informatikausbildung in Magdeburg für die Nachwelt zu erhalten. Die Informatikausbildung ist 1985 gestartet und da wurden die ersten Geräte angeschafft. Viele sind aus dieser Zeit entsprechend von 1985 bis 1995 hier in dieser Sammlung da. Besonders gern führt Volkmar Hinz diesen Computer von 1988 vor. Es ist der Bildungscomputer A5105 und war für den Informatikunterricht an wirklich allen Schulen der DDR gedacht. So schnell wie möglich sollten also viele Kinder in Informatik ausgebildet werden. Für die damalige Zeit war das bemerkenswert. Also das ist so eine, sagen wir, so meiner Lieblingsausstellungsstücke, dieser Bildungscomputer, weil eben die ganze Geschichte damals, Ende der 80er Jahre, bestand also schon der große Wunsch, eine bodenständige Informatikausbildung in die Schule zu integrieren. Das war ziemlich hoch angebunden. Es waren Universitäten dort in der Entwicklung integriert. Das war schon ein ganz interessantes Projekt. Der Doktor der Informatik, und das darf man auch ruhig mal so sagen, liebt seine alten Rechner. Er liebt das Reparieren, er liebt das Friemeln und fast alle seine Schätze hat er auch wieder zum Laufen gebracht. Das Geheimnis, solche Geräte am Leben zu erhalten, ist eigentlich, dass man sie regelmäßig anschaltet. Ja? Also wenn so ein Gerät 5 Jahre, 10 Jahre oder länger im Keller steht und nicht angeschaltet wird, dann kann man damit rechnen, dass es aus der elektrotechnischen Seite Probleme gibt. Vieles ist reparabel, aber das ist dann sehr aufwendig. Man muss also auch Elektronikkenntnisse haben. Es gibt auch eine breite Community inzwischen und im Internet gibt es verschiedene Unterlagen, die man finden kann. Aber es ist dann ein sehr aufwendiger Prozess, das zu restaurieren. Ihr Zuhause hat die Sammlung übrigens direkt hier in der Fakultät der Informatik, direkt auf dem Universitätsgelände. Geregelte Öffnungszeiten gibt es zwar keine, aber Anfragen für eine Besichtigung und eine Führung sind natürlich jederzeit möglich.